Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ja, ich bin Zito und wir zocken das zusammen. Wir waren hier letzte Woche stehen geblieben bei diesem scheiß Rennen, das man absolvieren muss. Das habe ich schon als Kind gehasst. Aber immerhin. Oh. Weil die Hitbox ist einfach nur total beschissen, die Lenkung ist scheiße. Alles andere ist auch scheiße. Nein, 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 nein. Ja, ne? Nö. Ah, hier bekomme ich ein Schild, oder? Nein, doch nicht. Ach ja, so war das. Man kann ja auch man kann auch das Tempo bestimmen. Das habe ich ja ganz vergessen. Wow. Hep. Ich brauch's ja einfach mal lang. Ziel erreicht. Einfach nur schön. Das erreicht zu haben. Bäh. Bestätigen. Weg hier. War es nicht so, das war noch eins? Okay. So. Noch ein paar Helme. Ich hoffe, hier gibt es in der Nähe einen Droiden. Denn den ganzen Spaß nochmal machen, das will ich nur ungern. Okay. Dann geht's hier hoch. Ah, ein Droide endlich. Aufwachen! Guck, guck! Die richtige Kiste! Oh ja, 15-facher Multiplikator. Hier kommen jetzt die Römer entlang gelaufen. Und ach ja, diese Stelle kommen jetzt. Das ist eigentlich ganz nett. Ganz, ganz nett. Hep. Gemacht. Aber trotzdem scheiße schwer. Ich glaube, bis zu den Piraten bin ich mal gekommen. Und danach nicht mehr. 40 Römer verhauen, das geht im Moment noch. Bis man die letzten Römer findet. Multiplikator. Ja, ich nehme den jetzt schon mal. Oh nein. Oh. Ich muss da oben raufkommen. Da ist eine Lorbeere. Ja, das ist jetzt auch erstmal egal. Oh, gleich doppelt. Na, komm schon. Zack. Na toll. Ja, dab, 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 dab.
Ich sollte die Kiste da auch nochmal zerstören, da bekomme ich noch einen Zauberkran. Aber ich glaube, ich verprüge hier erstmal die Römer. Vielleicht kommt nachher ein Centurio oder so, den ich dann auseinandernehmen kann. Mit euch natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alle Römer müssen versteckt sein. Das geht hier zu leicht. Auch wenn es viele sind, das Feld ist zu groß für diese kleine Anzahl an Römern. Ein Tornado-Kombo will ich nicht loslassen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eins, null. So, das Teil ist aufgehoben. Du musst da um die Ecke. Ach, da scheiße ich jetzt mal drauf ab zum Dings. So, die Helme hole ich mir noch. So. Und ab durch die Mitte. Guck, guck. Puff. Ab nach oben. Hier haben wir Wildschweine. Da kommen wir nicht weiter. Ach Mann. Asterix. Nein! Ach, wir sind nicht da drüber. Schade. Ach, nein! Nein! Einfach nur nein. Na schön. Nochmal da nach oben. Übrigens, immer wenn wir runterfallen, müssen wir den gesamten Weg nochmal machen. Schön, nicht? Nein, nicht schön. Ach ja, da war... Da ging es ja auch noch hoch. Komm schon. Weil da gibt es ein Schild. Ha. So. Multiplikatoren immer gerne her damit. Und noch einer. Ein neuner Multiplikator. Rüber auf die andere Seite. Und noch einer. Ein 12er Multiplikator. Der uns aber auch nichts mehr nützt. Obwohl, Römer. Jetzt schnell, schnell, schnell. Warte, da drüben geht's hoch. Zack. Nein, nicht aktiviert. Ab, dab, 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 dab.
Noch irgendwas? Nein, nicht unbedingtes. Auch nur wieder ein paar Kisten hier und da und jenes. Oh. Das war knapp. Und aber auf die andere Seite, wo uns natürlich die Dinge erwarten. Da brauchen wir einen Obelix. So, lädt weg. Ja, auch schön. Ein lädt weg brauchen wir. Ein geh weg brauchen wir. Hat sich Obelix darauf gestellt? Ja, hat er sich. Ab nach oben mit dir. Dass Obelix da keinen Drehbaum bekommt, ist mir auch noch schleierhaft. Und ja, 10 Minuten sind rum. Wir gehen hier gerade im Kreis. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Folge. Haut rein. Ciao.